we are here with Oswald Köhlerer, and just so that you know, the following session will be held in German. So we will be speaking German, and I hope this will be fine for some of you still to understand. Okay, on to you, Oswald. Oswald Köhlerer, herzlich willkommen auf der Zero Project Conference. Danke für diese Einladung für das Zero Project zur Interview. Ja, ich bin der Oswald Köhlerer. Ich komme vom Selbstvertretungszentrum Wien für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Sie haben dieses Selbstvertretungszentrum ja gegründet, soweit ich weiß. Wie lange ist denn das schon her? Jetzt sind es schon über 13, 14 Jahre her, wo ich das Selbstvertretung erkämpft habe. Es war sehr ein schwieriger und ein langer Weg, das Selbstvertretungszentrum zum aufzubauen. Okay, also es war ein langer Weg, das Selbstvertretungszentrum aufzubauen. Ich muss noch mal kurz wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe. Mein Mikrofon war nicht ganz eingeschaltet. Ich bitte um Entschuldigung. I repeat the welcoming and I repeat that this session will be held in German. So I hope that for everybody who is watching and listening, you have a chance to follow us in German. And I'm here with Oswald Köhlerer from Selbstvertretungszentrum in Vienna. Also, wir haben jetzt gehört, Sie sind schon viele Jahre im Selbstvertretungszentrum tätig, haben es mit aufgebaut und Sie haben auch eine sehr wichtige Aufgabe und aus dem Grund sind Sie auch heute hier. Meine erste Frage ist, was bedeutet für Sie denn eigentlich Teilhabe und einbezogen werden? Teilhabe und einbezogen werden in jeder Situation, in Sitzungen, Kongressen, Tagungen einzubeziehen, weil das geht um die Rechte für Menschen mit Lernschwierigkeiten, dass die wissen, was geschieht. Mhm. Also es geht darum, bei allen Dingen, die besprochen werden, dass auch Menschen mit Lernschwierigkeiten dabei sind und einbezogen sind. Ist das richtig? Ja. Mhm. Und haben Sie das Gefühl, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten auch in der Arbeit von Organisationen und auch Behörden oder Regierungen mitmachen können und einbezogen sind? Nein. Nein? Das muss ich leider sagen, weil die Organisationen lassen sich nicht über die Schulter schauen. Okay, die lassen sich nicht in die Karten schauen, wie man auch sagen kann, oder? Ja. Okay, Sie haben also gesagt, Menschen mit Lernschwierigkeiten können meistens nicht mitmachen. In Organisationen, wie ist das denn in Regierungen? In die Regierungen ist dasselbe Stück, kann man sagen, weil wenn man einbezogen werden so würde, müsste man erst ein Bürgerforum gründen, aber das ist aber noch nicht sicher, ob man dort einbezogen wird. Okay, ich verstehe. Also Sie müssen erst eine Gruppe bilden, mit der man dann einbezogen wird in der Regierung, in der Politik. Und meinen Sie damit die Regierung in einer Stadt oder auch in einem Staat? In einer Stadt. In einer Stadt und auch im ganzen Land sozusagen. Ja, ja. Also Bund und Länder. Genau, wie wir sagen. Wie sind Sie denn, also wo sehen Sie denn die größten Barrieren, mit denen Menschen mit Lernschwierigkeiten konfrontiert sind? Die Barrieren sind konfrontiert. Menschen mit körperlichen Einschränkungen sind sichtbar und Menschen mit Lernschwierigkeiten sind unsichtbar. Die schiebt man, trennt man auf die Seite. Barrieren sind einfach so, erstens einmal mit den schweren Sprachen, ja, dann ohne Unterstützung. Ja. Ja. Und das sind die halt die schweren Okay. Also Sie Barrieren. Haben zwei Dinge habe ich jetzt gehört. Das eine ist, als Mensch mit Lernschwierigkeiten ist man nicht so gut erkennbar, nicht so sichtbar und wird deswegen auf die Seite gestellt. Und der zweite Punkt, den Sie gesagt haben, man bekommt nicht die Informationen, die man braucht. War es das, was Sie gesagt haben? Ja, das ist keine Information. Also keine leichte Sprache keine wahrscheinlich? Keine leichte Sprache. Mhm, okay. Sind fast alles in schwerer Sprache und das ist für Menschen mit Lernschwierigkeiten sehr schwierig mitzuarbeiten. Sie haben auch gesagt, fehlende Assistenz, glaube ich, oder fehlende Unterstützung? Es fehlt generell für Menschen mit Lernschwierigkeiten die Assistenz, weil es nicht abgekoppelt wird von Pflegestufe 3 und darum haben die keinen Zugang zur Assistenz. Zur Assistenz und Unterstützung. Ja. Und ein Punkt, den wir in der Vorbesprechung auch gesagt haben, es braucht auch manchmal mehr Zeit, oder? Also manchmal geht es so schnell.
Es braucht mehr Zeit, es muss langsam geredet werden und in leichter Sprache gesprochen werden, dass die Menschen mit Lernschwierigkeiten auch mitbekommen, was überhaupt geredet wird oder was geschieht. Um was es geht sozusagen. Ja. Wir haben auch über Budget, über Geld gesprochen. Was sind denn da die Hindernisse für Menschen mit Lernschwierigkeiten? Ah, das ist immer das Budget. Das Budget. Das, das ist immer die Leier. Ja. Ja, das sehe ich von mir. Ja. Okay. Ich muss schauen, dass ich für meine Unterstützung für Englisch und für Deutschübersetzung eine Dolmetscherin bekomme, weil das Geld hinten voran nicht zu erreichen ist, was man braucht. Also es gibt zum Beispiel, also um ein Beispiel von Ihnen zu nehmen, wir haben vorher ein bisschen darüber gesprochen, Sie sind ja viel international unterwegs und die Unterstützung, die Sie brauchen, ist eine Person, die Ihnen Unterstützung gibt für die Übersetzung in Deutsch. Ja, weil sonst kann man überhaupt nicht teilhaben mit der Gesellschaft und nicht. Und also internationalen Sachen. Ich arbeite ja international und in Gluschen Europa bin ich ja dort Vorsitzender. Und ohne Dolmetscher wäre für mich die Arbeit sehr schwierig und würde auch nicht mehr teilhaben können. Und, das, und da fehlen oft die Budgets, also das Geld dafür, dass eben diese persönliche Unterstützung, die man halt braucht, da ist wahrscheinlich jeder anders, kann ich mir vorstellen, oder? Menschen mit Lernschwierigkeiten haben ja auch ihre ganz individuellen und eigenen Bedürfnisse, was sie brauchen an Unterstützung. Ja, das, das ist wirklich so, dass jeder andere Unterstützung brauchen. Und dafür bräuchte es sozusagen und einen braucht Geldtopf, finanziell wo man Geld Topf, hernehmen kann. Wo für Menschen mit Lernschwierigkeiten das Geld vorhanden ist, dass man es aufteilen kann, wer was braucht. Warum ist es denn wichtig, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten teilhaben in zum Beispiel Entscheidungsprozessen, in Regierungen, in Organisationen? Weil das ist sehr wichtig, weil das ja sehr wichtig ist, weil ja die Gesetze wieder geschaffen für Menschen mit Behinderung oder Menschen mit, egal welche Gruppe, dass die mitarbeiten, weil das soll ja für eine so Unterstützung sein, die Gesetze zu ändern. Genau. Also wenn ich Sie richtig verstehe und was wir auch in der Vorbesprechung ja schon gesagt haben, es geht darum, dass die Menschen mit Behinderung, egal welche Form der Behinderung es ist, gehört werden und gesehen werden. Und gesehen werden und dass der Nachteil der Menschen mit Lernschwierigkeiten ist die Unsichtbarkeit. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass man in diese Prozesse einbezogen wird. Ja. Und darum heißt das ja das Wort, nichts über uns und ohne uns. Nichts über uns, ohne uns. Das haben wir heute auf Englisch auch schon gehört. Nothing about us, without us. Das ist ein internationaler Spruch. Wo kommt denn der her? Wissen der kommt von Michael Long. Okay. Ja, der ist ein von Kanada. Ein Kanadier. Der, und der war, ist ein Mensch mit Lernschwierigkeiten und war in der Regierung drinnen. Okay. Und der hat ja in Österreich einen Workshop gemacht und hat gesagt, liebe Selbstvertreter, steht auf und rührt euch. Okay. Ja. Steht auf und rührt euch. Nichts über uns ohne uns. Richtig. Nothing about us without us. Sie haben da an einem Fragebogen mitgearbeitet, der heißt Listen, Include, Respect. Das sind so Richtlinien, die da erarbeitet werden. Ich übersetze das mal kurz auf Deutsch. Listen heißt hören, Include, einbeziehen und Respect, respektieren. Was haben Sie denn da gemacht? Das ist ein Fragekatalog gewesen, ob du in der politischen mitarbeiten kannst, auch wie in die Organisationen. Und es ist aber nicht nur die Fragen, sind auch Piktogramme, also mit Bildern übersehen worden. Und wir haben dann oft gefragt, wird es auf Deutsch auch übersetzt? Und da haben sie dann verneint. Okay, also es ist auf Englisch ein Fragebogen. Ja. Das ist eine Umfrage, die gemacht wird. Und da wird man, da versucht man das in einfacher englischer Sprache und Piktogrammen zu machen. Ja. Und es werden Menschen mit Lernschwierigkeiten befragt. Ja. Okay. Und Ihre Aufgabe war, wenn ich es in leichte Sprache umzusetzen. Übersetzen? Ja. Okay. Wir haben es auf Englisch bekommen. Ja. Und jetzt haben wir gesessen, tagelang und stundenlang. War viel Arbeit. War viel Arbeit, aber es hat sich ausgezahlt. Okay. Ja. Und was ich so erfahren habe,
die Umfrage ist gelaufen, die ist auch vorbei und die Ergebnisse wird man dann später im Internet finden können. Irgendwann. Irgendwann, wir wissen es noch nicht. Ja. Genau. Also falls Sie da Interesse haben, meine Damen und Herren, wir werden das sicher auch noch publizieren und bekannt geben, wo man dann Ergebnisse dieser Umfrage finden kann. Ja, wir haben ja noch eine andere Umfrage auch noch gemacht. Also welche denn? Ja, zum Beispiel über die Gesundheit. Ja. Ja, wie komme ich zum Doktor? Okay. Ja. Ist das auch international? Ist auch international, auch mit Bildern versehen. Spannend. Also das wird sicher eine interessante Erkenntnis, die man sich dann weiter, in die man sich weiter vertiefen kann. Und da unsere Zeit schon wieder dem Ende zugeht, was möchten Sie uns denn noch mitgeben? Warum ist es wichtig, noch einmal Menschen mit Lernschwierigkeiten überall dabei zu haben? Was ist Ihre abschließende Botschaft? Meine Botschaft ist, dass die alle Politikerinnen und Politiker denken müssen, es gibt auch Menschen mit Lernschwierigkeiten, dass sie einbezogen werden, weil wir wissen, was wir brauchen in unser Leben und Veränderungen. Und das ist sehr wichtig, weil dann ist das gleiche Teilhabe in der Gesellschaft nach der UN-Konvention. Die UN-Konvention. Gutes Stichwort. Zum Abschluss noch. Wir sind heute hier in der UNO. Wir haben kurz vorher geplaudert. Hier bei der Zero Project Conference sind Sie heuer zum ersten Mal, oder? Ja, das stimmt. Ich bin heuer das erste Mal hier. Okay. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich einmal da sein durfte. Und dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß auf der Konferenz. Schauen Sie sich alles an, schauen Sie sich an, was hier gemacht wird und gearbeitet wird. Vernetzen Sie sich, um das geht es hier. Und ich sage thank you very much fürs Zuschauen. Wir sind mit dieser Session jetzt hier am Ende. Once again in English, thank you for watching. If you were here by accident, I'm sorry, it was all in German, but we need that too. And have fun, do a little stretch, get off the screen and come back soon. Thank you very much. Ich danke für diese Einladung und bitte hört uns, was wir brauchen, was wir wollen. Das sage ich noch auf Englisch, in English. Thank you for the invitation. Please listen to us, to what we need and what we want to have in our lives. And once again, thank you. Goodbye.